Das ist eine absolut lupenreine Verarschungsstrategie. Mehr ist da nicht dahinter. Punkt. Und 80% der Bevölkerung schlucken es auch noch. In ganz Europa. Die einzigen, die sich ein bisschen sträuben, sind die skandinavischen Länder. Und dann sind wir fertig. Mehr gibt's nicht. Das ist der ganze Widerstand. Good job, Europa. Good job. In die Wanden, Männer! Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hin. So, langsam bin ich wieder etwas ruhiger. Aber das muss jetzt einfach mal wieder raus. Das ist... Da könnte ich mich momentan so dermaßen aufregen über diese scheiß Großhandelszone. Weil einfach niemand mehr wirklich durchblickt, aber jeder ist der Experte drüber. Und jeder spricht drüber, welche Vorteile das nicht bringt. Ich weiß ja nicht, ob ich einfach nur blind bin oder ob ich einfach eine neue Brille brauche oder ob es einfach an der Dummheit der anderen liegt. Aber ich sehe gar nicht so viele Vorteile. Aber gut, das lassen wir mal. Das besprechen wir ein anderes Mal wieder. Was wollte ich noch behandeln heute? Ach ja, der Webvideopreis ist ja auch wieder, genau. Genau, der Webvideopreis. Einer meiner Lieblingskandidaten heuer. Jetzt schon. Und zwar aus dem simplen und einfachen Grund, brauche ich 40 Topper. Aus dem simplen und einfachen Grund, dass es dieses Mal etwas ganz Besonderes gibt. Und zwar waren in der Kategorie Let's Play hatte ich natürlich auch wieder ein Video eingereicht. Ich habe es nicht mal zur Vornominierung geschafft. Und da kommt gleich das Highlight. Es waren von, sagen wir mal, 120 Videos oder so, lass es 100 gewesen sein, die in der Kategorie Let's Play eingereicht waren. Wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber ich glaube, es waren ca. 100. Jetzt besser. Es waren ca. 100. Und davon waren, lassen wir es 80 gewesen sein. 70 bis 80, okay. Soweit lasse ich mit mir verhandeln. Waren Minecraft-Videos. Und zwar teilweise in Qualitätsstufen, wo ich mir dachte, Alter! Das gibt's noch! Da waren Minecraft-Let's Plays in einer Qualität dabei, wo jedem anderen speiübel wird. Also, zum Bleistift war einer dabei, der hatte... Das Mikrofon war garantiert aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Vulkan auf ihrer Insel droht auszubrechen. Oh oh. Nein, tu's nicht. Überleg's dir nochmal, brich nicht aus. da waren auf jeden Fall tonnenweise Videos dabei, die qualitativ absoluter Bullshit waren. Aber ich habe natürlich auch ein Video eingereicht. Aus dem entsprechenden Zeitraum, der legal war, und zwar wieder anno 2070. Und
Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welche Folge ich eingereicht habe, aber es war irgendeine, wo es extrem lustig war und wo wir extrem gut drauf waren, das Niveau wieder mal getötet hatten. Die kam auch ziemlich gut an, die hat ziemlich viele Aufrufe, deswegen habe ich die ausgewählt. Und naja, das Ergebnis dabei ist halt ernüchternd. Ohne Begründung abgelehnt. Und ja. Untersteh dich, dass du ausbrichst, Vulkan. Untersteh dich. Glück gehabt. Puh. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Steinmetz macht nichts. Achso, ist voll, okay. Dann kann ich den ja auch pausieren. Hm. Alkohol ist auch voll, dann pausiere ich den auch mal kurz. Nahrung kann ich eigentlich auch pausiert lassen. Die sollte ich vielleicht aus der Pause rausholen, sonst wird da nie was fertig. Die Route hier fährt Tabak, die kann ich dann auch bald abbrechen. Den muss ich sogar jetzt abbrechen. Also für die Chaos des Tildern gleich eine andere Handelsroute. Arriva, arriva, andale, andale. Das schnellste Schiff von Mexiko. Schön. Wollte ich gerade sagen. So, da wird dann eingeladen Tabak. Da wird eingeladen Werkzeug. Na, kauft man. Donnersbach wäre in der Zwischenstand. Hier dürfte es ausgeladen. So. Wir können los. Wohin geht es? Und los geht's. So, jedenfalls, Ende vom Lied war. Es ist scheiße. Und ja, irgendwie ist es mir dann wirklich auch so vorgekommen, als wäre der Webvideopreis bisschen seltsam drauf, weil ich habe generell keine Österreicher gesehen heuer. Es heißt deutscher Webvideopreis, ja, aber es ist auf das deutschsprachig bezogen, das steht sogar irgendwo drinnen. Es waren auch ein paar Schweizer dabei heuer. Aber Österreicher waren irgendwie kaum zu finden. Und allein der schlicht und ergreifend überdimensionale Anteil an Minecraft-Parts ist abartig. Was hat man gefunden? Man hat gefunden Gronkh, Minecraft. Ich glaube, allein der war mit 10 Folgen oder so eingereicht, das war überhaupt Hammer. Dann natürlich die ganzen anderen Minecraft-Parts. GTA 5. Ich dachte, da war man fertig. Hat man sich gedacht, wir lassen die anderen mal gar nicht antreten, weil die haben sowieso keine Chance, oder was ist das für ein Spiel, die kennen wir nicht, Anno, nie gehört. Weg damit, oder wie soll ich mir das vorstellen, wie ist das abgelaufen? Also, ganz ehrlich, da weiß ich nicht, was ich von halten soll. Aber gut, das so nebenbei mal. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich brauche dringend einen neuen Hut. Wie werde ich da überhaupt was halten soll davon, außer Abstand? Ich weiß, dass es immer schwierig ist bei so etwas, dass man diese ganzen Nominierungen und so raussucht. Aber man kann es halt auch untertreiben, finde ich.
So, damit wird die Mühle dann auf 100% hochgedreht. Ich finde es übrigens gerade toll mit den Getreidefarmen in 1701 und Siedler. Es läuft. In Siedler ja auch mit den Schneelandschaften. Das wäre vielleicht auch etwas für das nächste Anno. Da haben ja Twain und ich schon in 2070 drüber gesprochen. Wie wir uns das nächste Anno vorstellen, und da kam mir noch die Idee mit den Jahreszeiten. Ich weiß jetzt nicht, durch die 2070, wie wir dann noch gebracht haben. Warte auf Anweisung. Glaube aber nicht. Deswegen jetzt hier nochmal. Ich fände es auch ganz cool, vielleicht wenn ein paar Jahreszeiteninseln dabei wären. Sprich, einfach eine Winterinsel, auf der es, keine Ahnung, eben Eis zum Abbauen gibt für, ja, Kühlung, damit sich Lebensmittel länger halten oder so. Was weiß ich denn? Oder für Speiseeis, als Süßspeise oder so. Ich habe doch keinen Plan. Oder dass man im Winter auf Winterinseln okay, Polarbären oder Eisbären eben da jetzt so zu fangen oder so, ist ein bisschen widersprüchlich. Aber hier mit dem Walfang ging es doch auch. Parallelen haben keinen Kakao. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Die Konfessorie hat keinen Kakao, aber der kommt schon. Stress nicht so. Er schon ist gut. ja, kein Plan. Dementsprechend eben darauf. Darauf vielleicht irgendwie beim nächsten Anno was rauszukriegen. Das wäre natürlich Hammer. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen. Oder eben, wie gesagt, mit den Eisenbahnen. Das wäre natürlich auch etwas, was beiden damals sehr gut gefallen hat, Twain und mir. Aber kein Plan, wie weit das abläuft. Oder funktioniert. Habt ihr es dann bald, oder was? Etwas Gold für einen Versehrten. Sonderangebot! Eine einmalige Gelegenheit! Ja. Die könnten ja auch schon wieder aufsteigen, wenn ich die Pralinen dann endlich mal gefixt habe. Erst aber mal die Kanonen bauen. Dazu benötigen wir eine Garnison. Ich fürchte, die werden wir hier auch brauchen. Hier sind genug Piratentops. 360 Leben. Ja. So, jetzt können wir endlich erforschen. Und zwar kostet uns das ja nur 1000 Gold oder so. 700, ja. Gut, damit kann ich aber leben, das haben wir bald. Wie schaut es eigentlich mit Honig aus? Honig wird langsam, aber stetig knapp. Zum Glück brauchen wir da nicht so viel wie Kakao. Langsam werden auch die Lebensmittel knapp. Jawohl, jetzt kann ich auch die Rinderfarmen wieder in Produktion gehen lassen. Und Alkohol füllt sich noch immer. Wie mache ich das? Stelle ich noch irgendwo Alkohol her? Glaube ich aber nicht, oder? Im
Woher kriege ich so viel Lampenöl die ganze Zeit über? Da hinten eine Walfang raus. Tatsache. Hoppla. Oh Gott.